Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir suchen gerade Schaltkreise. Yay, Schaltkreise! Okay, hey, da muss es so irgendwas geben. Welche hier? Okay. Ich weiß nicht, was das für komische Dinge sind. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob das da drüben vielleicht ein Geheimgang ist. Ich bin dafür, wir gehen einfach mal hin. Weil notfalls können wir uns ja immer wieder hier hochwarten. Okay, da ist nichts drin. Oh, da ist was drin. Ich dachte nur schon, dass ich halt nicht so hart am Boden aufkomme, sonst würde es mir echt viel Leben abziehen. Okay, wir haben einfach Schaltkreise schon mal. Passt. Okay. Okay, wir haben Dinge gekriegt und das Ding hat wieder Dinge eingesammelt. Okay, das Windmühlenmodell ist neu, oder? Sowas nehmen. Wir finden, glaube ich, immer nur das dritte Modell. Einmal hier. Dann haben wir hier ein bisschen Zinn. Ich würde sagen, da hinten. Wir gehen nochmal durch. Da haben wir wieder was. So. So. Wollen wir mal rausschauen, ob wir vielleicht noch was Besseres heute machen sollten. Einmal raus hier. Ich habe gerade so meine Haare nach hinten geworfen. Weil meine Haare sind so richtig am Arsch, weil ich, wenn ich Urlaub habe, ich nicht mal meine Haare kämme. Ich mach gar nichts gerade mit meinen Haaren. Also außer wenn ich jetzt ja natürlich baden werde, dann würde ich die schon waschen und kämmen. Aber dann irgendwie nicht, wenn sie trocken sind. Ich stehe zurzeit auf, dann lerne ich so ein bisschen. Also als erstes fange ich immer an mit Spanisch. Und dann mache ich immer so BWR meistens. Oder höre dann einfach auf. Dann esse ich was. Und dann denke ich mir, jetzt kannst du eigentlich auch gleich zocken. Und ich hoffe einfach mal, das rächt sich in den nächsten Wochen nicht. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich mein Deutsch, meine Charakterisierung so hart verkackt hätte und schon wieder nur 3 Punkte geschrieben hätte. Meine Fähigkeiten in Deutsch. Überall sonst irgendwie 15 und Deutsch. Läuft halt nicht so. Was? Ich habe diesen Pet Management Chip gefunden. Krass. Noch einen. Yay. Es fehlt nur noch das eine Ding, glaube ich, was ich vom den einen Mann krieg. Von dem mysteriösen Mann, aber der kommt ja erst in ein paar Tagen. Gummireste brauche ich jetzt nicht so. Ich nehme da lieber den Plastikschrott mit. Okay. Auf geht's. So. Hey, da rollt wieder so ein Staubball. Ich finde die so cool. Da nehmen wir mal da alles raus. Und wir können dann auch schon mal unseren Freund hier suchen. Schau mal, ich habe eine Überraschung für dich. Yay! Kann ich dir das jetzt halt auch den anderen schenken? Vielleicht stehst du drauf. Insgesamt, glaube ich, müssen den. Oh, das sind so alte Teile, die sind doch toll, oder? Okay. Alte Teile findet ihr nicht so geil. Okay, das Ding kann ich mal da reinhauen. Die
Und dann brauche ich ja vielleicht noch Granitplatte. Okay. Fortgeschrittener mechanischer Schrott. Der ist auch neu. Okay. Ich habe hier Steine zum Werfen. Tue ich einfach mal kurz raus aus meinem Inventar. Aber ich sitze schon wieder so da, dass ich nicht einfach mit der anderen Hand auf die Taste drücken kann. Okay, dann. Schau, oh, die Schalltafeln kann ich auch gleich noch mitnehmen. Dann, du bist bald fertig. Ich habe so ein bisschen neuen Schrott für dich. Fortgeschrittener. Mach mal. So, jetzt bringe ich die Dinger mal zurück und dann schauen wir mal, was wir noch so mit dem Tag anstellen. Ist ja eh schon wieder 17 Uhr. Ich kann immer aus meinem Haus rein und raus gehen. Passieren immer die interessantesten Sachen. Gute Tagesablauf ansonsten. Ja, wenn man. Ich habe gestern auch mein Abendessen durch Süßigkeiten ersetzt. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll war. Also ich habe das eine Stück Pizza von 16 Uhr noch gegessen. Und dann habe ich mich voll Buenos, wo ich dann so Hustenanfälle hatte, gestoppt. Und Salzstangen. Kies aufgestiegen. Kiki, der ist eigentlich auf meiner Liste nicht so weit vorne jetzt gewesen. So. Er wurde umgetragen. So. Da unten ist Pablo. Ja, ja. Heute habe ich auch schon wieder. Ich habe heute sogar so eine zweite Packung aufgemacht. Ich bin zurzeit so verfressen, das ist Wahnsinn. Also ich denke, das kommt von dem ganzen Stress. Ernest ist ein guter Freund. Warum auch nicht? Stand auch nicht sonderlich weit oben. Okay, wurde umgetragen. Dann schauen wir mal nach da unten, ob ich da jetzt irgendwas machen kann, weil ich da ja hin sollte. Oder ob ich mir hier wieder billiger Wasser kaufen kann, als ob der Allgemeinpreis gefallen ist. Bö, immer noch plus 6%. Nee, nee, da warten wir. Also eigentlich kommen wir gut klar mit dem Wasser, weil wir ja immer den Tau einfangen. Das läuft ja recht gut. Ja, Miguel sitzt jetzt hier. Ey. Ich schaffe es bestimmt, sind irgendwie zu finden oder so ein Scheiß. Sehe ich schon kommen. Wir wollen morgen mit denen reden und dann flüchten die einfach. Okay, dann nehmen wir mal das da. Könnten wir uns eigentlich jetzt noch Gedanken machen, wo dieser Ort sein soll, wo ich hin muss? Okay, da rennt Andi durch die Gegend. Okay, Burgess, Unsuch, Trudi, Bibi. Wir schauen mal auf die Map und schauen mal und vermuten mal weiter, wo wir noch nicht waren. Also wir könnten, wie gesagt, mal nach da hinten unten rennen. Aber ich glaube halt auch, dass es dann nicht so weitergeht. Da hinten geht es auf jeden Fall nicht weiter. Da geht es auch nicht weiter und da ist es wieder auch nicht. Der könnte es rein theoretisch sein, aber da ist er nicht. Wir müssen noch da hinten. Dieser grüne Punkt, der soll sonst da draußen stehen. Dann will ja kein komischer Gastarbeiter hier irgendwie sich denken, oh, jetzt schauen wir uns mal bei den gefährlichsten Tieren, wo es hier in der Gegend gibt, um. Das macht ja kein vernünftiger Mensch. Deswegen muss es dieser komische Heini sein. So. Ich kann mich gerade nicht mal verteidigen. Das ist sehr traurig. So.
Unser Spiegel hat mal wieder was eingesammelt. Ich finde es toll, dass wir jetzt so eine Hilfe haben. Sehr praktisch. So. Oder ist das. Nee, das da oben ist ein Tribion. Da irgendwo muss jetzt sein. Da hinten steht er. Haben wir diese Scheißaufgabe dann wohl auch mal abgeschlossen? Ja, ich hab dich gefunden. Okay, wir fighten gegen ihn. Okay, gut, das verbraucht zum Glück keine Energie. Okay, du bist am Arsch. Au, du hast mich echt noch umgekickt? Okay. Okay, er wird irgendwann wieder auftauchen. Toll. Jetzt kann ich nicht angreifen, okay. Dieser Müllberg daneben, das Stadt ist auch wunderschön. Wollte ich noch mal sagen, wie wenn man hier so auf die Stadt schaut in dieser Sicht, dann denkt man sich so wirklich so, nee, da will ich eigentlich gar nicht hin. Ach ja. So, dann einmal noch da unten. Fahren wir mal nach Hause und kümmern uns um unsere Pflanzen. Und ich hoffe, dass morgen unser Spiegel das selbst kann. Dann mache ich den so riesige Felder, dass dieser Spiegel nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Er ist den ganzen Tag nur noch dahinterher, diese Dinger hinterher abzufarmen. Ich sag's euch, das wird wunderschön, wenn das passieren sollte. Ich gehe da das erste Mal hier zur Zecke und werde da mein ganzes Geld los. So. Meine Tür steht hier ganz weit offen. Da nehme ich mir mal. Soll ich das hier? Machine Collection. Gut. Das brauche ich dann. Ich brauche die Helferkiste, weil ich das Zeug brauche von dem. Also einmal das da, einmal das da, einmal das da. Und dann brauche ich. Komm, wir pflanzen Bärgrosen an. Oder das sind das große Samen, dann haben wir nämlich ein Problem. Ich hoffe einfach mal, das sind kleine Samen. So, jetzt erstmal hier das da ausreißen. Neue Felder machen. Hinten ausreißen. Okay. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur wenige Samen. So. Und jetzt darf ich, glaube ich, erstmal richtig fett gießen. Ja, gut. Also, wenn es regnet, scheinbar hält dieses Regenwasser echt lange. Okay, du brauchst Wasser. Du brauchst scheinbar auch Wasser. Also, die brauchen halt individuell Wasser. Manchmal steht auch da, oh, wir brauchen Wasser. Und dann denkt man sich so, nee, eigentlich auch nicht. Dann war es das schon mal. Der wird sich schon freuen, wenn du das alles bieten darf. Ja, kann da gar nicht, der kann es gar nicht mehr abwarten, glaube ich. Ich habe noch so ein Essen. So. Dann fülle ich mal alles Mögliche nach. Da wollte ich mal schauen, ob ich irgendwas herstellen möchte, was ich brauchen könnte. Segeltuch brauche ich auch manchmal. Da raus, Tuchel als Haut brauche ich auch manchmal. Ich stelle mir nochmal die Segeltücher her. Nicht, dass ich die demnächst brauche. Stehe ich da und denke mir so, hätte ich das mal hergestellt. So, dann du hast über
hinten brauchst was, weil du unter der Anzahl bist, was man braucht. So. Was will ich von denen dann noch? Du brauchst auf jeden Fall auch was zu tun. Du machst dann Rumstallbahn. Schön. Du hast nichts mehr zu tun. Das ist auch schön. Bestimmt irgendeine Beschäftigung für dich. Rumstallplatten. Ich glaube halt nicht, dass ich das irgendwann brauche. Mach mal Eisenplatten da mal 0. Und diese Holzstockdinger machen wir auch einfach mal welche. So, was haben wir bei dir? Kupferdraht braucht man noch immer. Gummiringe. Ja, eigentlich nicht. Und Faserdinger. Mach mal welche. So. Gut, eigentlich haben wir nichts mehr zu tun. Was hast du denn schönes am Wochenende vor? Streamen mit euch, um zu lernen. Ich muss echt lernen. Ja, gut. Würde ich mal sagen, füllen wir das noch auf und dann gehen wir schlafen. Aluminiumschrott, das ist halt. Ich möchte es halt echt gerne da reinstampfen. Mach einfach weiter Holzrest. Ich mache jetzt einfach den Holzrestbestand voll weit runter. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir machen für diese Folge einen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit einem neuen wundervollen Tag in Sandrock. Bis dann. Bye.